1, 2, 3. Eine Wooden Pickaxe dürfte ausreichen. Zum Reingucken, ja. Und ein Cobblestone. Ich habe zwei. Ich hole mir auf dem Rückweg einfach noch mehr. So. Also, was geht da vor sich? Hopp, zu. Aus Sicherheitsgründen. Ach nee. Und hoch geht's. So. Da, da und da. Die Spinnen scheinen da nicht runterzukommen. Ich weiß nicht, ob es nicht groß genug ist für die Spinnen oder was da los ist. Aber sie kommen da nicht runter. So, ich habe mich jetzt selber entschieden. So, alle weg. Und zwar ich das folgendermaßen machen, dass die Spinnen hier nicht so leicht hochkommen. Das muss ich hier, die müssen sich hier praktisch schon ein bisschen stapeln können. Dass auch die dann da durchfallen. So, das ist jetzt nicht so sonderlich toll. Nein! Verdammt! Gut, jetzt habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass ich das hier jetzt wieder kaputt machen muss, alles. So, dann hole ich mir jetzt Cobblestones und muss das dann noch ein Stück erhöhen. Ich weiß nicht, aber es schien eben so gut zu klappen, dass ich denke, das wird schon irgendwie, das dürfte nicht allzu schlechte Ergebnisse danach bringen. Und wir brauchen halt auch ein paar Strings. Das sind halt tolle Spinnendrops, die droppen ja auch anderen Kram, den man nicht braucht, wenn man nicht die jeweiligen anderen Zutaten sozusagen hat. Also nicht die Verzauberungsgedöns und so. So, eigentlich dürften die Spinnen, sobald sie dann hier sind, nicht mehr wirklich gut hochkommen. So, ich mach das hier einfach nochmal. Ich mach für nämlich Leute, die hier sind, die können da allerdings gut rauf. Das ist doch eine Idee. So, das sieht jetzt komisch aus. Genau, das ist das Lied, was am Anfang klingt wie Digging on James Brown von Tower of Power. Klingt sogar immer noch ziemlich so vom Beat her. Naja. Ich sag da mal nichts zu. So. Habe ich zwar schon, aber na gut, ihr wisst schon. So. Das dürfte gehen. Ich habe jetzt leider keine Slabs mehr, verdammt. Habe ich da unten eine Crafting Bench?
Autsch. Dann hole ich mir jetzt die Crafting Bench, beziehungsweise mache das eben hier. Beziehungsweise. Doch. Genau. 1, 2, 3 habe ich 6 Stück, so viel brauche ich im Leben nicht. Crafting Bench bringe ich mir trotzdem nochmal irgendwann mit. Und jetzt dürfte das Ding auf jeden Fall ziemlich. Ziemlich gut sein. Also ich denke, dass da jetzt Spinnen runterkommen. Wenn nicht, dann ist blöd. Ich sag's mal, drück's mal einfach mal so aus. Ich probier's mal. Options, Difficulty, Easy. Sehen wir mal, das hier ist jetzt halt praktisch so ein bisschen mehr bauen. Aber ja gut, cheaten ist es nicht. Hoffe ich zumindest, dass das keiner so sieht. Ja, und ne? Sonst bin ich ganz traurig. Aber dann habe ich halt gecheatet. Kann ich dann auch nicht mehr ändern. Ist jetzt getan. Ich habe auch keine Kopie mehr dieser Karte, weil ich blöde bin. Ich sollte vielleicht mal bald eine anlegen. Da ist ein Skeletor. Ein Skeletor. Den darf ich wieder kaputt machen. Noch keine Spinne. Mensch. Was ist denn da los? Na gut, aber im Moment ist sowieso gerade anscheinend nicht so viel. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal. Genau. Und nein, hat nicht geklappt. So, Spinnies. Ich geh mal einmal eben oben rauf und guck nochmal rein. Um nochmal Problemsuche zu machen hier. Fehlersuche. Zu betreiben. Okay, man hört auf jeden Fall schon Spinnen. Das ist immer gut. Okay, die sind alle weg. Und Spinne. Die Spinnen brauchen halt heute den ganzen Platz alleine. Ich baue für die Spinnen einen Schacht, wo nur sie durchfallen können. Wie klingt denn das? Das wäre eine Idee, oder? Aber ich glaube, das mache ich später. Das heißt, ich baue praktisch einen Schacht daneben. Wo unten ein 1x2 Feld ist, also ein hoch, zwei breit, und da können nur die, natürlich dann nur die Spinnen durch, und die fallen dann runter und werden dann irgendwie in diesen Schacht eingedingst. Eigentlich muss ich dann eine Umleitung bauen, ne?
Ich mache das aber auch im Peaceful-Modus. Ich habe ja sowieso jetzt schon das einmal gemacht, dann kann ich das jetzt auch normal machen. Dann mache ich das nämlich von innen, das ist ein bisschen einfacher dann. So, ja, dafür brauche ich wahrscheinlich dann nochmal Dingens hier. Ich kann zumindest der ganze Mist hier weg, der ganze Schmock. Ich hoffe, die Spitzhacke hält dafür noch. Dürfte aber. Weil das hat ja auch ohne super funktioniert. Bitte Spitzhacke halten. Dafür hält sie schon mal. Das ist schon mal gut. Ich mache jetzt mal hier. Mach hier einfach hier das so hier hinten. So. Für mich zum Durchgehen, toll. Und eine Werkbank habe ich hier unten ja nicht. Super, super, super. Mal sehen, vielleicht brauche ich es ja erstmal nicht mehr. Werde ich zwar auf jeden Fall, aber. So. Naja, spätestens ein, also mindestens einen muss ich nur abbauen, das ist schon mal klar. Mache ich mal eben per Hand. So. Das müsste ich jetzt eigentlich wieder tiefer machen, ne? Ja, ich mache das hier noch ein tiefer. Das war noch praktisch noch so ein Gang. Scheiße. Da muss ich ja wieder durch. Naja. Gut, das überlege ich mir gleich. Und dann mache ich dann ab hier, mache ich einfach so eine Dinger oben an die Decke. Naja, gut. Und hier fallen sie dann durch. Verdammt, wenn sie da durchfallen, dann sollte da natürlich vielleicht nichts hin. So. Also da, das muss weg. Ja, auch hier mit der Hand kann man nicht anders machen, also kann ich schon, aber ach, mach ich auch, ich hole mir jetzt eine Spitzhacke. Mensch, das ist doch so, kann ich euch doch so nicht antun. Mir eigentlich auch nicht. Ah, nein, nein, nicht Kaktus. Scheiße. Ich denke auch immer an nichts. Naja, muss alles wieder repariert werden. Soll mich jetzt erstmal nicht kümmern. Kriege ich schon irgendwann irgendwie wieder hin. So. So machen wir das. So Moki das. Hol ich mir jetzt eine schöne Scharpitzhacke und dann läuft das. Dann läuft der Aal. So, zwei davon. Neun davon. Die behalte ich dann einfach. So. Keine Axt, das wäre blöd. So, und los geht das wieder. Hoch. Mal sehen, wieder ein Vibes-Song. Ich weiß es nicht, ob die anderen jetzt genauso ähnlich waren. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall stelle ich mal um. Funkorama. Das klingt auf jeden Fall interessanter.
So. Hier fallen die durch. Und zwar fallen die gar nicht tief, weil die können keinen großen Schaden anrichten, deswegen ist das alles nicht so schlimm. So, hier kommen auch welche hin. Bla 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 bla. Ich renne hier einmal durch. Und zwar muss ich jetzt irgendwie das von unten machen. Das ist natürlich nervig, weil ich dann wieder so eine Kacksäule dahin machen muss. Aber muss sein. Aber das mache ich nächstes Mal. Habe jetzt nämlich keinen Bock mehr. So, daher gehe ich jetzt hier zurück. Holen mir Materialien. Ich glaube, ich brauche Slabs und mache das dann nächste Mal. Euch kann es ja egal sein. Für euch ist aber die nächste Folge, schätze ich mal. Bis dann. Oh, es gedeiht, es wächst und gedeiht. Sieht ja episch. Wachsen die nur in eine Richtung? Habe ich schon wieder verkackt. Das wäre es ja noch. Naja. Genau. Tschüss, wollte ich sagen. Tschüss.